Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen eine Demo aus dem PlayStation Plus Store, und zwar Boxville. Wir haben hier, um Spoiler zu vermeiden, einen versteckten Beginn der Story, den wir in der kostenlosen Demo sehen können. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein mit diesem wunderschönen Puzzlespiel, das auch schon verschiedenste Awards gewonnen hat. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Let's go! So, und ihr seht schon, wir sind hier in Boxville, spielen diese kleine blaue Kanne hier, können uns dann durch die Welt bewegen und müssen jetzt versuchen, hier verschiedenste Rätsel zu lösen, um in die nächste Welt zu kommen. Ich spiele das Game selber auch zum ersten Mal, deswegen probieren wir einfach mal ein bisschen rum. Ah, süß gemacht. okay. Also, er hat geschlafen. Dann hat der Wecker geklingelt. Dann hat er hier von dem Wecker den Aufzieher rausgenommen. Hat hier den Wecker in so eine Box getan. Und das Ding ins Wasser geworfen. Und dann weiter geschlafen. okay, fair enough. Haben wir hier tropfendes Wasser, noch eine Tür. Ah, okay, für die Tür brauchen wir einen Schlüssel. Und hier haben wir einen Angelhaken, kommen wir aber nicht ran. Ah, Moment. Ah, wir können noch weitergehen. Okay, schauen wir mal. Haben sie schön gemacht, die Welt, finde ich. Und liebe Grüße gehen dabei vor allen Dingen raus an meine Moderatorin, die Black Daisy, die ja auch solche Spiele extrem liebt. So, er hat hier gefegt, zu wild gefegt, ist umgefallen und sein Besen ist dann wahrscheinlich hier runtergefallen. Okay, fair enough. 5 Uhr, 6:30 Uhr, 12 Uhr, 2:30 Uhr, okay. Man sieht dann noch hier die Zeiger. Hier gibt es ein Schloss. Ah ja, und guck mal, hier gibt es Farben. Blau, weiß, rot. Und ich schätze, das ist dann hier die Anzahl der Töpfe. Rot ist 1. Weiß ist 4. Blau ist 3. Nein. Scheint nicht richtig zu sein. Okay. Okay, hier kommt kein Wasser raus. Was ist das hier? Eine Scheibe, okay. Ah, die kann ich aufnehmen. Okay. Sehr gut. Ah, und die habe ich jetzt hier oben in meinem Inventar. Die Blumentöpfe, okay. Kann ich die da reinstellen? Okay, nee. Schauen wir mal, wohin der Schlauch führt. Reden wir mal mit dem. Okay, Blumen gießen. Jetzt hat das Wasser aufgehört. Können wir hier sonst noch was machen? Okay. Ah, wir können hier einen Besen machen. Okay. Können wir den Schlauch aufheben? Nee. Ah. Ah. Blumen zerstört. Sehr schön. Okay. Jo. Okay. Also, die Dinger hier sind ja verwelkt. Und da wir hier kein Wasser haben,
könnte ich mir vorstellen, dass wir hier mit denen interagieren können. Probieren wir es mal aus. Ah ja, können wir. Ah, wie cool. Okay, das ist eine weiße und noch eine blaue. Okay, let's go. Dann stellen wir die jetzt ins Regal. Dann ist ja klar, warum der Code nicht funktioniert. So. Das haben die schön gemacht. So, und dann sind das hier 4 und das hier 5. Ah, siehst du? Sehr cool. Okay, jetzt sind wir hier oben. Können wir damit interagieren? Können wir. Okay, cool. Da unten ist jetzt eine Schere. Die holen wir uns. Und ich glaube, mit der Schere können wir jetzt bei dem drüben, bei dem Gras, was abschneiden. Reden wir nochmal mit dem. Geht nicht. Können wir hier aufmachen? Nein, immer noch nicht. Der Apfel, da ist eine Dusche. Hier kann man nicht interagieren, leider. Ah, da ist. Ah, guck mal, da ist eine Tür aufgegangen. Ah, wie cool. Was geht bei ihm? Er hat hier Würmer, dann hat er sich erschrocken oder so, hinter ihm was runtergebrochen, sind ihm die Würmer ins Wasser gefallen. Ja. Chitensis hapensis, wie der alte Lateiner so sagt. Ne? Was geht hier sonst so? Kann nichts machen. Dann gehen wir mal Sachen abschneiden. Was denn hier kommt, hier warum jetzt? Immer noch nicht. Ah, der wirft hier Steine weg. Okay. Kann ich mit dem reden? Nee. Immer noch nur dasselbe. Ah. Jetzt kriege ich da natürlich Ärger von dem, ne? Und jetzt? Ich glaube, ich muss dem das Wasser aktivieren, damit ich den ablenken kann, damit ich das dann aktivieren kann. Ah, guck mal. Der Typ sitzt jetzt da. Der steht nicht mehr. Okay. Ich gehe mal hoch. Vielleicht kann man da ja noch mehr machen. Ah, hier geht's runter. Moment, kann ich da runterspringen? Da kann ich auch nicht interagieren. Was ist denn hier?
mal den Faden, das mit dem Faden rausholen. Ah, ich kann das mit der Schere durchschneiden. Okay. Der hält das fest jetzt hier. Okay. Süß gemacht, echt süß gemacht. Gucken wir mal, ob wir jetzt daran kommen. Immer noch nicht. Aber der hält jetzt das Ding da fest. Nehmen wir mal das. Ah, krass, der macht das jetzt da dran. Okay, dann schieben wir das runter. Hui. Was ist das hier? Ah, und hier liegt auch noch was. Ah, das sind Kieselsteine, glaube ich. Und die 5. Also die 5 müssen wir bestimmt hier einsetzen. Und das ist ein Zahlenschloss. Das heißt, wir müssen die 5 wahrscheinlich so einsetzen, dass wir hier eine 9 und hier eine 9 kriegen. Heißt, ich schätze, das muss dann so, das ist 9, das sind 7, das ist falsch. Das sind 9. Also Moment. Fünf und zwei sind 7. Nee. So, so wird ein Schuh draus. Aha. Und dann haben wir hier jetzt diesen Wecker. Da kann ich nicht interagieren. Hier fehlt dieses Teil. Okay, ich kann nichts damit machen. Hier habe ich die Steine, hier habe ich so ein Ding. Und ich kann, ich glaube mit den... Ich guck mal erst nach rechts, bevor ich wieder ganz nach links laufe. Red mal mit dem hier. Aber der sagt auch nichts Neues. Der holt auch nichts raus. Okay. Dann glaube ich, müssen wir den Gärtner mit den Steinen ablenken. Können wir Steine auf ihn werfen? erstmal steinigen. Und wenn wir die da runterwerfen, geht auch nicht. Ah doch, macht er. Oh, schnell. Während er abgelenkt ist. Okay, sehr gut. Sag mal, mit diesen Blumenblättern kann ich nicht interagieren, oder wie? Die sind nur hier runtergefallen. Kann ich die Schere wieder mitnehmen? Auch nicht. Okay. Dann glaube ich, gebe ich ihm jetzt diese Sträucher. Nein. Kann ich das kombinieren? Ah, kann ich. Okay. Super.
Das habe ich jetzt bekommen. Ah, der hat mir einen Schlüssel gegeben. Ah, und damit kann ich bestimmt was hier zeichnen. Seht ihr? Weil hier ist es noch nicht ganz. Kann ich das? Ah. Hä? Ich habe jetzt den Stift hier reingesteckt. Okay. Alles klar. Was haben wir immer noch keins? Ja, was auch immer das bedeuten soll. Es ist jetzt hier 9:30 Uhr. Okay. Stimmt gar nicht. Es ist 7 Uhr, Sonntag. okay. Aber wir haben jetzt den Schlüssel und damit können wir da drüben bei der Tür reingehen. Oder auch nicht. Weil die ist hier versperrt. Ich brauche dieses Teil, um den Wecker aufzuziehen. Und das ist ja ins Wasser gefallen. Siehst du? Cool. Okay, wenn du es nicht brauchst, ich nehme es gern. So, jetzt können wir nämlich diesen Wecker hier aufziehen. Was war die Uhrzeit? 8:30 Uhr oder so, glaube ich, ja. Jetzt ist 6. 8:30 Uhr. 9:30. Okay. Warte, wo ist das hin? Hier. Ich kann nicht mehr damit interagieren. Hier siehst du, 9:30 Uhr. Setzt die Uhrzeit auf den Wecker. Okay, wir können aber mit dem Schlüssel hier in die Tür jetzt rein, da gehen wir hin. Oha, was geht bei dir denn ab? Er sitzt auf dem Tisch, auf einmal macht Splash. Irgendwas splasht. Ja, und jetzt hat er keine Ahnung, was da los ist. Kann ich an der Lampe irgendwas machen? Im Dunkeln ist gut munkeln. Ist das hier? Ein Bauplan. Ah, sag mir nicht, ich muss das hier lösen. Okay. Okay, Freunde. Mal gucken, ob wir es schaffen. Okay, also wenn man X nochmal drückt, dann kann man das hier drehen. Okay, wir kommen einigermaßen gut voran. Ich weiß noch nicht ganz.
ob wir hier in die richtige Richtung gehen. Aber das scheint nicht so falsch zu sein, zumindest. Okay. Ah, ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Es geht gar nicht auf. Haben wir jetzt wieder Wasser? Kann ich jetzt das Licht ausmachen? Zack. Hä? Und da ist auch noch was runtergefallen. Aber ich kann das nicht aufnehmen. Okay. Naja, wir müssten ja jetzt wieder Wasser haben. Dann gucken wir mal. Ah! Dann gucken wir mal. Zack. Was haben wir hier noch? Zack. Angelhaken. Okay. Zack. Hier haben wir jetzt Trinkwasserbrunnen. Der ist am Fegen. Jetzt können wir hier das Wasser erstmal aktivieren. Der Schlauch abgefallen, ja? Das ist, warum habe ich denn jetzt hier diese gigantische Scheibe? So, Wassermarsch. Ah, okay. Ich brauche wahrscheinlich die Klammer oder so. Das macht Sinn. Zack. Et voilà. Wassermarsch. Und jetzt fließt hier nämlich das Wasser und dann ist er ein Blumengießen. Und dann kann ich hier irgendwas machen. Ich glaube, es muss irgendwas mit den Blüten zu tun haben. Oder hier die Schaufel. Ah! Okay. Ich habe jetzt einen Wurm. Den kann ich dem Angler geben. Let's go. Was ist eigentlich mit der Tür hier? Kann ich die nicht aufmachen? Ist zu. Yay, ihr habt einen Fisch gefangen. Oh mein Gott, er ist so ein schlechter Angler. Aber wir haben ja noch einen Angelhaken. Kein Problem. Ja, was macht er jetzt? Ah. Okay. Oh nein! Thank you for playing Boxville Demo. Ah, okay. Also ihr könnt die volle Version im PlayStation Store schon erwerben. Das Spiel kostet 9,99 €. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Und ich hoffe euch auch. Also deswegen danke fürs Einschalten. Das war Boxville, die Demo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.